Jetzt kommt er. Fein. Machen wir mal schon mal Führer. Und? Ohne Ergebnis. Alle Fahndungsmeldungen negativ. Grenzen? Ebenfalls nichts, Obersturmbannführer. Außer ein paar unbedeutenden Fischen, die uns nebenbei ins Netz gingen. Von wann gibt es die letzten Spuren? Ende Februar und Anfang März. Und wo? Hamburg, Dessau, Gütersloh. Dessau mit Fragezeichen. Dessau, Hamburg, Gütersloh. Das gibt doch keinen Reim. Warum Dessau mit Fragezeichen? In Dessau soll einer seiner Verbindungsleute gesehen worden sein. Die Spur ging gleich darauf verloren. Vor ein paar Tagen kam ein vager Hinweis auf einen möglichen früheren Verbindungsmann von ihm. Bitte. Nicht uninteressant. Verfolgen. Geschieht bereits. Genau wie letzten und vorletzten Mittwoch. Bleiben Sie, wo Sie sind. Wenn er bewaffnet ist, wird er auch schießen. Es gibt Anzeichen von Aktivitäten, die auf Prag hinweisen. Dort hält sich ein Teil der illegalen Kapitelleitung auf. Möglich, dass er... Normale Kuriertätigkeit. Damit sollen sich andere befassen. Das ist nicht unsere Strecke. Er hat meines Wissens nie im Ausland gearbeitet. Außer 1925, 26 in Spanien, als ans Tageslicht zerrte, was lieber im Dunkeln geblieben wäre. Das Geheimabkommen der Reichswehr. Über spanisch-deutsche Rüstungsgemeinschaft. Die deutschen Banken gaben das Geld und die illegale deutsche Rüstungsindustrie baute Schnellboote und Torpedos... Flugzeuge, offiziell für Spanien. Bei Brexit war es natürlich der Beginn unserer eigenen Wiederbewaffnung. Weit über das Versailler Diktat hinaus.
Das war ein Fressen für die Linken und die Pazifisten. Und die haben das auch weitlich ausgenutzt. In Presse und Reichstag. Danke. Ein Skandal, der um die Welt ging. Ja, kaum war das abgeklungen, halbwegs vertuscht. Da zerrte dieser Bursche den Geheimtext eines stillen Abkommens zwischen der deutschen und spanischen politischen Polizei zur gemeinsamen Kommunistenbekämpfung ans Tageslicht. Ein erneuter Skandal. Gestohlen. Da weiß der Himmel. Das ist bis zum heutigen Tage von der militärischen Abwehr noch nicht aufgeklärt. Ich nehme an, die Canaris-Leute haben mit dem Herrn auch noch manches Hühnchen zu rupfen. Das war immerhin der erste Antikominternpakt der Geschichte. Das Material wurde aus einem Panzerschrank geklaut, der hinter Stahltüren in einem bewachten Betonbunker stand. Dem Mann scheint ja nichts unmöglich zu sein. Dann können Sie sich vorstellen, Menge, was das Goldstück wert wäre, hätten wir es in der Hand. Bleib ruhig, Akku. Nur im äußersten Fall. Du weißt, wenn es ist, nutzt er uns nur lebend. Die Liste ist lang genug. Zu lang. Vom Matrosenaufstand in Kiel, er war Maat bei den Seefliegern, über die Novemberrevolte der Kommune bis zur Reichswehrspionage, vom Phoebus-Skandal, den er übrigens mit ausspioniert hat, über die spanische Canaris-Geschichte bis zum Schmuggelwund Politmaterial in Dimitrovs Zelle. Kaum ein Staatsgeheimnis oder eine Affäre, in die er nicht seine Rüssel steckte. Und wenn er vielleicht doch im Ausland eingesetzt wird? Ausgeschlossen. Solch einen Mann brauchen Sie für Aufgaben im Inland. Besonders jetzt. Aufgaben, die wir erkennen müssen, bevor es zu spät und das mal wieder passiert ist. Vorher muss man ihn ausschalten. Oder umschalten. Menge, verstehen Sie? Wir haben alle Möglichkeiten ausgeschöpft, den Mann zu suchen, Obersturmanführer. Wir haben ihn nicht zu suchen, Obersturmführer Menge, sondern zu finden. Und zwar schnell. Bevor uns die nächste Laus in den Pelz setzt. Oder besser gesagt, aus dem Pelz pickt. Akku, Platz. Ich habe das Formular für die Genehmigung der öffentlichen Fahndung vorbereitet. Das wäre die Ultima Ratio. Aber auch gleichzeitig das Eingeständnis unserer Schwäche. Und Schwäche bedeutet Unvermögen. Stellen Sie sich vor, Menge. SS, Sicherheitsdienst und Gestapo suchen ihre Zuflucht zu Litfaßsäulen und öffentlichen Aushängen und bitten die Bevölkerung um gefällige Mitarbeit, weil die dafür zuständigen Dienststellen von Schlappschwänzen geleitet werden. Und zu einfältig sind Befehle des Führers mit allen Konsequenzen korrekt und allen Widerständen zum Trotz auszuführen. Und noch brauchen wir außerdem formal wenigstens für die öffentliche Fahndung den Oberstaatsanwalt. Der ist einverstanden, wenn es sich nicht nur um die Gefährdung des Staates, sondern auch gleichzeitig um Gemeingefährlichkeit handelt. Und das ist wohl in diesem Falle leicht nachzuweisen. Steckbrief. Name, Hermann Anders. Unter seinem Geburtsnamen wird er wohl kaum umherlaufen. Sicher benutzt er einen seiner unzähligen Decknamen. Größe, 1,85 Meter, Haarfarbe dunkelblond, Augenfarbe blau. Statur, schlank und sportlich-athletisch. Das hört sich an, als ob Sie für eine Nibelungenaufführung den Darsteller des Siegfried suchten.
Ist er das? Kein Zweifel. Das ist er. Besondere Kennzeichen. Auffällige Narbe an der linken vorderen Halsseite. München, ja. November 1930. Stammt von einem Messerstich, den er von einem unserer Kameraden verpasst bekam, als er bei einem Massenkrawall einen verwundeten KP-Führer aus dem Zirkus Krone schaffte. Vermutlicher Aufenthaltsort. Flüchtig? Der ist nicht flüchtig, Menge. Er ist immer im Angriff. Wo er auch sein mag. Kommt aus dem Dunkel, schlägt zu, verschwindet wieder im Dunkel. Kaum eine Spur. Wie ein Geist. Herr Maas. Ja! Wo? Sobald Sie eintreffen, Raum 8. Den Steckbrief können Sie uns schenken. Ich glaube, wir haben ihn. Noch nicht ganz, aber so gut wie. Raus mit ihm! Bringt ihn nach Raum 8! Herr Förster, Sie halten sich bitte noch zu unserer Verfügung. Und du bringst den Hund zum kriminaltechnischen Dienst und besorgst den besten Hundeführer, der aufzutreiben ist. Kommen Sie, Herr Förster. Er heißt Jochen Hillmann und war im Jahre 1931 Forstelewe bei uns im Grunewald. Als bekannt wurde, dass er sich aktiv in der kommunistischen Jugend betätigte, flog er. Dann ist er aus meinem Gesichtskreis verschwunden. Und wann haben Sie ihn wiedergesehen, Herr Förster? Ich wurde vor kurzem nach Erkner in den Staatswald versetzt. Gleich beim ersten Mal, als ich morgens das Wild beobachtete, kam er über den See gerudert. Und warum haben Sie Verdacht geschöpft, Herr Förster? Als ich ihn sah, fiel mir sofort seine politische Vergangenheit ein. Und ich wurde misstrauisch. Ja. Genau wie heute schickte er erst den Hund. Dann kam er selbst. Er ging ein Stück in den Wald hinein und machte sich an einem bestimmten Baum zu schaffen. Dann verschwanden sie wieder. Und das Gleiche wiederholte sich am vergangenen Mittwoch. Und da habe ich Meldung gemacht. Ja, das war genau das Richtige, Herr Förster. Und was ist mit dem Baum? Der in Frage kommende Baum weist auf der Höhe von 38 Zentimetern eine kleine, natürliche Höhlung auf. Keinerlei Inhalt. Scheint eine Art von Nachrichtenübermittlungsstelle zu sein. Sogenannter toter Briefkasten. Der Zugang wird weiter beobachtet. Bitte. Irrtum ausgeschlossen. Das ist er. Um es gleich eindeutig zu sagen und jeden Irrtum Ihrerseits auszuschließen, wir wissen, wer Sie sind und kennen Ihr langes Sündenregister. Haben Sie mich verstanden? Sie sind Jochen Hillmann, geboren am 14.06.1911 in Eberswalde, ehemalige Forstelewe. Wegen undurchsichtiger politischer Umtriebe aus dem Staatsdienst entlassen. Aktiver Jugendführer, Mitglied der verbotenen illegalen kommunistischen Partei. Und jetzt Verbindungsmann der Sicherheitsabteilung der in alle Winde zerstreuten Parteiführung zu einem ihrer gefährlichsten Funktionäre. Und nun sagen Sie uns den Namen dieses Mannes,
dem Sie jeden Mittwoch Nachrichten und Anweisungen zu überbringen haben. Gut. Dann will ich Ihnen den Namen nennen. Ihr Mann heißt Hermann Anders. Hermann Anders. Widerstandskämpfer, wie ihr euch nennt. Vaterlandsverräter, wie wir dazu sagen. Treffender, ich glaube. Das Gericht macht keinen Unterschied zwischen ihm und Ihnen. Es trifft Sie mit der gleichen Härte. Es sei denn, Sie distanzieren sich von ihm und helfen uns. Uns und damit sich selbst. Wir sind in einer halben Stunde wieder hier. Fangen Sie an, Gustav. Komm, Arco, nimm. Na komm, friss. Na komm. Na hier. Fuß. Fuß. Sitz. So ist brav. Ja, so ist brav. Fuß. Platz. So ist brav, ja. Fuß. 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 Sitz. Brav. Fuß. Platz. Ich glaube, wir können es versuchen. Und Sie meinen, dass es gelingt? Wenn wir einen guten Ansatzpunkt haben, warum nicht? Tja, es ist klar, Obersturmführer. Das Halsband diente als Nachrichtenträger. Das Leder ist an dieser Stelle etwas dünner und dafür doppelt. Die Naht wurde mit einer Rasierklinge gelöst und dann wieder mit 4 Stichen zusammengeheftet. Was ich übrigens auch wieder gemacht habe. Auf der Innenseite fand ich Faserspuren von verschiedenartigem, dünnem Material in der Art von feinstem Zigarettenpapier. Und das ist der Tascheninhalt des festgenommenen Rasierklinge, Nadel und entsprechendes Garn. Eine Nachricht oder was Ähnliches haben wir nicht gefunden. Tja, dann Tempo zum Ausgangspunkt. Sie mich an, Jochen Hellmann. Hat er Ihnen etwas anvertraut, Gustav? Lassen Sie den Mann los, Gustav. Der ist doch völlig in Ordnung. Stehen Sie auf, Hellmann. Öffnen Sie die Augen. Schauen Sie sich gut um, mein Freund. Sie haben 2 Möglichkeiten. Entweder Sie verlassen diesen Raum in kürzester Frist als freier Mann und unbescholtener Volksgenosse, oder diese Katakomben sind der letzte Eindruck, den Sie mit ins Jenseits nehmen. An dieser Wand werden Sie sterben, unwiderruflich. Entscheiden Sie sich. Wollen Sie uns helfen, Hellmann?
Wollen Sie mir helfen, Hellmann? Ja. Sagen Sie, wo sich Ihr Chef aufhält. Langsam, langsam. Ist ja gut, Hellmann. Sie sind ein prima Junge. Nennen Sie uns den Schlupfort von Hermann Anders und Sie sind erlöst. Sind frei. Solide Arbeit. Vielen Dank, Menge. Ohne Sie hätte ich wahrscheinlich jetzt ein Auge weniger. Da ist ja ein Fahrrad versteckt. Dann nimm es dir und fahr los. Komm hierher. Komm. Na komm. Komm hier. So. Na komm, so. So. Da, so ist brav. So ist brav. Na so, so. Komm. Komm hierher. Komm. So, komm. Der Anfang ist gemacht. Wenn alles gut geht, haben wir den Herrn heute Abend an der Kette. Los! Albert! Das ist die Lichtung. Drüben der Bach, wo sie ihre Pferde trinken. Seit über einer Woche jeden zweiten Tag gemeinsamer Morgenritt. Immer die gleiche Route und die gleiche Zeremonie. Frühstück für Ross und Reiter in der Morgensonne. Lydia hat das heute Nacht entwickelt. Von wo hast du denn das aufgenommen? Von der hohen Eiche da drüben. Mit Teleobjektiv. Ja, wie denn? Das Schwierigste war die Konstruktion des langen Fernauslösers. Alles Übrige war dann einfach. Im Morgengrauen habe ich die Kamera im Baumwipfel montiert. Und als sie auf der Lichtung waren, habe ich von der Deckung aus abgedrückt. Und Glück gehabt. Gestochen scharf. Ganz deutlich erkennt man den Mars von der Prinz-Albrecht-Straße. Der SS-Mann ist der Schläger von Mars, uns bekannt unter dem Namen Gustav, ständiger Begleiter des Obersturmbannführers. Bei dem hier tue ich mir schwer. Das ist doch der Wittke. Freiherr Otto von Wittke, SA-Standartenführer und der Berliner Vertraute von Stabschef der SA Ernst Röhm. Dann wird mir allerdings manches klar. Otto von Wittke ist ehemaliger Stabsoffizier aus dem Reichswehrwaffenbeschaffungsamt. Wegen Geld- und Weibergeschichten 1931 aus der Reichswehr gefeuert, von Röhm wegen seiner guten Beziehungen mit offenen Armen aufgenommen und nun unter anderem Vorzeichen des Stabschefs wichtigster Verbindungsmann zu Reichswehr und Rüstungsindustrie. Nun wird mir einiges klar. Nun ergeben die Bruchstücke, die ich gestern hier aufgefangen habe, unter günstigen Windverhältnissen drüben im Busch, auch einen verständlichen Zusammenhang. Sie sprachen von einer Liste. Einer Liste, die Heydrich unbedingt haben will?
die aber Wittke unter keinen Umständen rausrücken möchte. Sie haben das vertagt, aber Maas wird sicherlich nachstechen. Ist dir jetzt klar, um welche Liste es sich dabei handeln kann? Handeln muss? Ja. Das ist die Spur. Hier ging es, wenn man ein bisschen nachhilft. Am besten ist gut. Eine komplett getarnte Stellung muss das werden. Wann willst du das machen? Heute Nacht. Heiner wird mir helfen. Hermann. Ja? Vier Augen sehen mehr als zwei und vier Ohren hören mehr als zwei. Es sollten sich nicht zwei Genossen in Gefahr begeben, wenn die Aufgabe auch durch einen zu lösen ist. Zwei können einer tödlichen Gefahr besser begegnen, wenn es sich wie hier um vier potenzielle Totschläge handelt. Die Chance, etwas Brauchbares mitzubekommen, ist einmalig. Gut, machen wir die Stellung groß genug für uns beide. Wie lange, glaubst du, werden sie sich aufhalten? Wenn sie morgen kommen, womit ich bei dem Wetter rechne, knapp halbe Stunde. Gestern waren es 27 Minuten, zwei Tage vorher 24. Dann bin ich vom Morgengrauen hier. Trennen wir uns jetzt lieber. Wo kampierst du? Heute Nacht brauche ich ja kein Bett. Sonst pendle ich zwischen Heiners Kaninchenstall, Lydias Wäschekammer und dem Heuschober bei Königs Wusterhausen, wo wir die Uniformen versteckt haben, die wir eventuell brauchen. Lydia ist ein tapferes Mädchen, hat viel für uns getan. Aber sie ist allein. Sie hat Arco als Beistand. Hm. Ein Hund kannst du erschießen, vergiften, erstechen. Wir sollten uns überlegen, wie wir sie zeitweise wenigstens entlasten können. Da sie die kleine Nähstube betreibt, fällt der Verkehr, der durch uns entsteht, gar nicht auf. Lydia ist mit Sicherheit ein idealer Anlaufpunkt. Und im Augenblick schon wegen ihrer Schäferhunde ist nicht zu ersetzen. Trotzdem, Entlastung, Dezentralisierung. Du hast recht. Ich werde mir eine Ausweichmöglichkeit durch den Kopf gehen lassen. Gleich nachher will ich mit ihr sprechen, wenn ich die vielleicht eingetroffene Mittwochmeldung abhole. Wie läuft die Kurierverbindung über Jochen Hellmann? Reibungslos, keine Sorge. Wenn etwas für uns mitgekommen ist, erfahre ich es heute Nacht von dir. Doppelte Vorsicht, Hermann. Dreifach für dich, Albert. Morgen früh um diese Zeit wissen wir mehr. Dann sind wir unserem Ziel hoffentlich ein paar Ellen näher. Und du kannst dich deinen anderen Aufgaben widmen. Tut mir gut. Die frische Luft. Ja, verdammtes Pech mit dem Hellmann. Dass er nun tot ist. Kann ja auch niemand ahnen, was die alles auf sich nehmen. Bei allem Pech. Glück gehabt, Chef. Es hätte schlimmer kommen können. Glück brauchen wir jetzt vor allem. Menge. Damit uns der Kerl ins Garn geht. Dieser Anders. Ich bin fest davon überzeugt. Der Anfang ist gemacht, das Netz ist dicht. Und bessere Leute als die, die ihm im Nacken sitzen, gibt es kaum. Der Mann ist unser. Gott geb's. Hauptsache, er wird nicht durch irgendeinen unvorhergesehenen Umstand gewarnt. Thank you.
Was meinst du, wo es hingeht? Wer weiß, wo der Köder uns hinzettelt. Vielleicht durch ganz Pankow oder Reinickendorf. Lass man. So ein Köter hat manchmal eine bessere Nase als ein Mensch. Wetten, dass er uns hinbringt, wo er soll? Da los wie Nomi. Was soll werden, wenn er irgendwo reingeht? Ist alles mit dem Hundeführer abgesprochen. Der macht ihn früh genug los, dann teile ich ein. Wir sind vier Mann, also kann nicht schief gehen. Holen wir Verstärkung, kommen wir vielleicht zu spät und er geht uns durch die Lappen. Wenn wir Schwein haben, dann machen wir heute einen Haupttreffer. Also nochmal für alle. 1,85 groß, blond, blaue Augen, sportliche Figur. Und der ganze Kerl kreuzgefährlich. Geschossen wird nur im äußersten Notfall oder auf meinen Befehl. Und dann auf Beine oder Schulter. Prenzlauer Berg. Beobachte die Einfahrt. Sobald er oder ein anderer Verdächtiger drin ist, kommst du wieder her. Nach 3 Stunden Ablösung. Komm. Lauf. Das wird Frau Wilhelmi sein, die den Blusenstoff bringen wollte. Oh, ein Mann! Oh, Verzeihung, meine Damen. Es tut mir leid, dass ich Sie gerade in diesem Augenblick stören muss. Sie wünschen, bitte. Ich war bei einem Freund hier im Haus. Und da sehe ich zufällig Ihr Schild. Und? Kann ich meine Frau bei Ihnen vorbeischicken, um einen Mantel von mir ändern zu lassen? Kürzen. Ja, unten und die Ärmel. Sicher, warum nicht?
Selbstverständlich. Und wann kann sie vorbeikommen? Jederzeit, bis 6 Uhr abends. Dann vielleicht heute schon? Herzlichen Dank. Wiedersehen. Wiedersehen. Also dann, Fräulein Messmer. Ja, und wissen Sie, die zweite Rüsche nicht höher als 5 Zentimeter über dem Saum. Und die lange Seitenfalte, also die hätte ich gerne, naja, eine Handbreit übers Knie. Naja, Sie wissen ja, die Männer mögen das ahnen lassen, mehr nicht ahnen lassen. Wiedersehen, Fräulein Messmer. Platz, Argo. Machen Sie bitte auf, Fräulein Messmer. Ich bringe den Mantel. Sitz! Sitz, habe ich gesagt! Das Halsband ist weg. Das habe ich mir gedacht. Suchen! 1 Minute gebe ich Ihnen. Keine Sekunde mehr. Wo ist Hermann Anders? Das ist der Beweis. Wollen Sie weiterleugnen?
Wenn es jetzt klingelt, dann richten Sie sich nach meinen Weisungen. Wollen Sie auch zu Fräulein Messmer? Ja. Guten Tag, Fräulein Messmer. Dürfen wir Akku spazieren führen? Nein, jetzt nicht. Er muss erst noch sein Fressen kriegen. Wann kommen wir denn? In einer Stunde vielleicht. Geht erst noch ein bisschen spielen. Das ist aber schade. Ich hatte mich so drauf gefreut. Dann gehen wir ihm nachher mal. Was wünschen Sie? Ich wollte den schwarzen Anzug für Baumgarten abholen. Der schwarze Anzug für Baumgarten ist leider noch nicht fertig. Aber der Anzug für Hermann Anders ist fertig. Hände hoch! Einwand! Arco Fass! Falsche Bewegung. Abfahrt. Da Tempo. Sieh zu, wie mit dem Köter allein fertig wirst. Nicht töten. Wir machen eine Fehlspur. Ist Telefon im Haus? Vorne im Milchladen. Im Vorderhaus an der Straße. Wo sind Sie hin? Ich glaube, mit dem Auto abgefahren. Waffen raus. Messer. Damit habe ich noch niemand. Schließeisen. Wohin? Geradeaus weiter. Nein, oberster Bahnführer. Wir wissen nicht, in welche Richtung Sie gefahren sind. Ja, das ist eindeutig. Der Wagen ist weg. Ja, der Fahrer auch. Zu! Verzeihung, ich habe Sie nicht verstanden, Obersturmbahnführer. Ich habe gesagt, schnappen Sie sich auf der Straße irgendein Auto und kommen Sie postwendend zu mir her! Gott verdammt einmal! Ende! Hat ja keinen Sinn zu lamentieren. Wenn wir noch eine geringe Chance haben, müssen wir schnell handeln. Lösen Sie Alarm aus. Alle Ausfallstraßen der Stadt sind zu besetzen.
Wir sind aus der Stadt raus. Wie weit soll ich Sie noch fahren? Fahren Sie weiter. Sie lassen mich doch laufen. Ich habe noch nie einen Ihrer Kollegen oder Genossen. Ich meine, ich habe noch nie einen geschlagen oder so. Führerschein, Autopapiere. Meine Frau sagt jeden Morgen, wenn ich gehe, Helmut, sagt sie, schikanier die Leute nicht. Es kann auch mal wieder andersrum kommen. Fehlt der Dienstausweis. Geheime Staatspolizei, Helmut Leis, Kriminalassistent. Dem Inhaber dieses Ausweises sind jede mögliche Unterstützung und Hilfe zu gewähren. Na gut, das werden wir tun, Parteigenosse Leis. Können Sie schwimmen? Ja, natürlich kann ich schwimmen. Gut? Sicher, sehr gut. Ich bin Rettungsschwimmer. DLRG in Silber. Halten Sie hier. Stopp, habe ich gesagt. Aussteigen, schnell. Motor laufen lassen. Schießen, nein. Wir Kommunisten sind keine Mörder. Merken Sie sich das für Ihr weiteres Leben und Ihren Umgang mit meinen Genossen. Sie schwimmen jetzt 500 Meter geradeaus und dann können Sie ans Ufer kabeln. Und nun ab. Glaubst du, wie es dazu kam? Der Hund muss sie geführt haben. Arco war gerade gekommen, da klingelten sie an der Tür. Arco kam von Jochen Hellmann. War eine Nachricht im Halsband? Nein, nichts. Es war ausgemacht, dass Jochen Hellmann den Hund zu dir schickt und sich danach mit Heiner im Stadtwald trifft. Hier in der Nähe der Brücke, die wir gerade hinter uns haben. Und dann? Dann sollten Sie von Albert neu eingewiesen werden. Als Flankenschutz für morgen.
Ja. Wo ist Jochen Hellmann? Da, wo ich Jochen treffen sollte. Da ist einer von der Gestapo aus dem Kanal gekrabbelt. Was? Gefesselt. Mit Handschellen, die er nicht abgekriegt hat. Ich kenne ihn von früheren Razzien. Helmut Leis, Kriminalassistent. Einer von der schlimmsten Sorte. Und Jochen, kann der? Ich hatte schon 2 Stunden über die Zeit gewartet, bin dann gleich hierher. Albert, das hat doch was zu bedeuten. Sicher, sicher. Du, Handschellen. Gefesselt, Kanal, kann das nicht die Handschrift von Hermann? Heiner, ich weiß. Hermann ist dein Idol, der Held, dem du nacheiferst. Ist ja auch gut so. Aber hier muss ich dich enttäuschen. Damit hat er nun wirklich nichts zu tun. Ausgeschlossen. Bis vor 2 Stunden bin ich noch mit ihm zusammen gewesen. Oh Gott. Absetzen. Ruhe bewahren. Kein Wort. Heil Hitler. Heil Hitler. Tempo, Leute, wir haben's eilig. Kriminalassistent Helmut Leis, geheime Staatspolizei. Was gibt's? Wir sind hinter einer schwarzen Limousine her. So eine wie ihre. Mhm. Dann haltet die Augen offen, Kameraden. Wenn mein Chef kommt, Obersturmbannführer Maas, und nach mir fragt, wir sind zu unserer Dienststelle nach Storkow unterwegs. Geht klar, Herr Kriminalassistent. So. Hier soll mal einer versuchen, durchzukommen. We'll be right back.